Und herzlich willkommen zu der Sendung TGMN Live Gemütschnitzer. Merhaba, liebe Kinder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. An diesem heutigen Tag wird in der Türkei und in vielen Ländern das internationale Kinderfest gefeiert. Nun hören wir die Nationalhymne der Republik Türkei. Am 23. April werden in der Türkei normalerweise viele wichtige Ämter von Kindern übernommen. So habe ich heute den Vorsitz der türkischen Gemeinde in der Metropolregion Nürnberg von meinem Papa Bülent Bayraktar übernommen. Mein Name ist Edasu Bayraktar und ich werde diese Sendung heute moderieren. Genau vor 100 Jahren, im Jahre 1920, kam die erste große Nationalversammlung in Ankara zusammen. Dieser Tag wurde im folgenden Jahr als nationaler Feiertag erklärt. Der Staatsgründer der Türkei, Mustafa Kemal Atatürk, widmete diesen Feiertag der nationalen Souveränität im Jahre 1929 den Kindern zu. Sein Leitmotiv war: Die Kinder sind unsere Zukunft. Seit 1979 wird dieser Tag als internationales Kinderfest gefeiert. Der staatliche Fernsehsender TRT veranstaltet jedes Jahr ganz große Feste, wo Kinder aus aller Welt ihre volkstümlichen Tänze vorführen. Das Fest soll zur Brüderlichkeit, Liebe und Freundschaft der Kinder beitragen. In Deutschland wird in vielen Städten ebenfalls seit Jahrzehnten dieses Kinderfest gefeiert. Seit Mitte der 90er Jahre auch interkulturell. Hier in der Metropolregion Nürnberg wurde dieses Fest jedes Jahr ganz groß und bunt in der Fürther Stadthalle gefeiert, unter der Schirmherrschaft des Generalkonsuls. Vielen Dank an alle Organisatoren, vor allem den Fürther Vereinen, die das möglich gemacht haben. Leider können diese Feste in diesem Jahr nicht stattfinden. Der Grund ist Corona. Ich möchte mich heute mit Kindern aus meiner Region unterhalten. Zum einen über das Leben in Corona-Zeiten und zum anderen über die Türkei. Vielen Dank an alle meine Gesprächspartner, die sich hierfür bereit erklärt haben. Liebe Ali Nihat, wie geht es dir und deiner Familie? Mir und meiner Familie geht es sehr gut. Auch in diesen schwierigen Zeiten haben wir jetzt auch mehr Zeit miteinander und wir verbringen die Wochen auch sinnvoll. Sehr schön. Aus welcher Stadt kommen deine Eltern oder Großeltern in der Türkei? Also meine Eltern sind beide in Deutschland geboren, aber meine Großeltern, also die Eltern von meiner Mutter, kommen aus Uşak und die Eltern von meinem Vater aus Aksaray. Ah, sehr schön. In welche Schule gehst du? Ich gehe ins Gymnasium Stein und bin in der Klasse 6E. Ah, okay. Ich bin in der 5. Klasse. Wie gestaltet sich das Homeschooling für dich? Also am Anfang war es natürlich auch schwer, weil es war ja was ganz Neues. Aber jetzt langsam gewöhne ich mich auch schon dran. Nur halt, es ist ja ein sehr Nachteil, wenn es alles digital ist, dass es manchmal abstürzt und dann können wir halt nicht an diese Seiten mit rein. Ja, und wie gestaltet sich deine Freizeit für dich? Also meine Freizeit ist eigentlich
Nicht, also ein bisschen langweilig zu Hause. Natürlich findet man ab und zu was, aber dann hat man immer diese Frage, und was mache ich jetzt? Aber ich mache zum Beispiel am Abend, dann mache ich ab und zu einen Kinoabend mit meinen Eltern oder einen Spieleabend. Ah, das ist sehr schön. Was vermisst du denn am meisten? Jetzt ist ja einiges nicht möglich. Also, ich vermisse eigentlich so meine Schulfreunde, die ich nicht so, wie ich früher immer fast jeden Tag gesehen habe und jetzt kaum noch, ab und zu halt noch übers Internet und auch so ein bisschen dieser normale Alltag. Ja, das ist natürlich sehr praktisch, dass es jetzt mit den digitalen Möglichkeiten so gut funktioniert. Wie werdet ihr denn die Pfingst- und Sommerferien verbringen? Also die meisten Urlaube sind ja sowieso abgesagt. Habt ihr schon eine? Also, bei uns ist es jetzt noch nicht sicher, aber wir planen auch noch nichts Großes. Also wir wollten auch, wie vielleicht die meisten, im Sommer verreisen. Also halt, wir wollten in die Türkei, und in Pfingsten wollten wir in Deutschland eine Tour machen, was jetzt aber beides noch nicht funktioniert. Ja, das ist sehr schön. Für welche Fußballmannschaft bist du denn? Also in der Türkei. In der Türkei bin ich für Fenerbahçe. Welches türkische Essen schmeckt dir am besten? Mante, für die, die es jetzt nicht vielleicht kennen, das sind türkische Tortellinis. Also ich esse die aber nur gern halt, wenn die Oma, meine Oma das macht, weil wenn sie es macht, esse ich sehr gerne. Wo machst du denn am liebsten in der Türkei Urlaub? Ich bin mehr so ein Typ, der am Strand ist. Also ich gehe auch sehr gerne ans Meer. In welcher Stadt gehst du da am liebsten? In Izmir, halt so in Çeşme und diese Umgebung halt. Ja, das ist sehr schön. Okay. Was schätzt du sehr an der türkischen Kultur und an der deutschen Kultur? Also, ich fange mal mit der türkischen Kultur an. Da schätze ich diese Gastfreundschaft, die es gibt, sehr, und auch dieses Respekt, was man über andere Menschen hat. Und egal wer du bist gleich ein Freund, du bist gleich mitempfangen, darfst mit gleich am Tisch mitessen. Und an der deutschen Kultur ist halt so diese Pünktlichkeit, schätze ich auch, weil es gibt ja manche, die sagen, ach, egal, die Pünktlichkeit. Und auch so, dass alles nach Plan laufen muss, das schätze ich auch an der deutschen Kultur. Was sind denn für dich die Errungenschaften der Republik Türkei? Die Errungenschaften der Republik Türkei, eins ist ja heute zum Beispiel dieses 23. April, dieser internationale Kindertag, den die Türkei so ja festgelegt hat, könnte man sagen. Das finde ich so an dieser Errungenschaften. Sehr schön. Finde ich auch schön. Jetzt, Esfahrt-Duman schreibt, schön, dass es euch auch mal so ein Programm für Kinder gibt. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr könnt bald wieder eure Freunde sehen. Aysegül Kandemir schreibt, ihr Mütschnis ist gut los. Dankeschön. Danke. So, meine nächste Gesprächspartnerin ist sind die Günesh und die Sarah. Günesh, Sarah, wie geht's euch und eurer Familie? Also, uns geht's eigentlich gut. Ja. Mir geht's auch gut. Sehr gut. Aus welcher Stadt kommen deine Eltern oder Großeltern aus der Türkei, Güneş? Meine Mama kommt aus Weiden, und mein Papa auch. Sehr schön. Wo kommt denn Sarah her? Meine Eltern? Ja, oder auch du? Also, meine Mama kommt
ist in Bamberg geboren. Und okay. Beim Papa ist, glaube ich, auch in Heilsbronn geboren. Ah, okay. Und wo bist du geboren? Hier in Nürnberg? Ja, ich bin in Nürnberg. Nein, in Erlangen. Ah, okay. In welche Schule geht ihr denn? Ich gehe in die Wahlerschule. Die Wahlergrundschule. Und du, Sarah? Ich gehe auf die Thuner S-Bahn, aber ich gehe bald, wechsle bald Schule auf Sarah. Ah, okay. Also kommst du dann bald in die 5. Klasse. Wie gestaltet sich denn das Homeschooling für euch? Günesh, du bist ja noch in der 1. Klasse. Gibt es da auch schon viele Aufgaben, die ihr machen müsst? Ja, sind schon viele, aber die mache ich. Muss ich ja. Ja, muss man ja. Und bei dir, Sarah, da sind es wahrscheinlich ein paar mehr Aufgaben? Ja, also nein, eigentlich finde es geht, aber Mama gibt mir dann halt immer noch was dazu. Also manchmal gibt es mir halt noch was dazu, was ich dann noch mache. Ah, okay. Wie gestaltet sich denn eure Freizeit jetzt in Corona-Zeiten? Gut. Ja. Gut, man kann ja nicht so viel machen. Es ist ja ziemlich eingeschränkt. Was macht ihr dann so? Ich spiele mit meiner Freundin Sarah oder Nora Pia oder mit der Esma. Spielt ihr dann draußen? Ja. Ja, aber wir probieren Abstand zu halten. Ja, aber nicht. Du, Sarah, du machst dann wahrscheinlich, du bist ja nicht Nachbarin, das Gleiche? Ja. Wie werdet ihr denn die Pfingst- und Sommerferien verbringen? Also, in Pfingsten wollten wir eigentlich zusammen in die Türkei fliegen, aber ich glaube, das klappt jetzt nicht. Wir haben eben das Coronavirus. Ja, dadurch sind ja eigentlich fast so gut wie alle Urlaube abgesagt. Und im Sommer, ich glaube, da hatten wir. Man hört dich jetzt kaum? In den Sommerferien hatten wir jetzt, glaube ich, nichts Großartiges vor. Wo macht ihr denn in der Türkei am liebsten Urlaub? Am meisten Akbük. Und ich glaube, ich in Ankara, weil da wohnt auch meine Tante. Ah, sehr schön. Also beide Türkei-Fans und du am Meer, du lieber in der Stadt. Welches türkische Essen schmeckt euch denn am besten? Mir schmeckt am meisten das Zigarrenbrötchen. Das schmeckt am meisten. Mir schmeckt auch am meisten Zigarrenbrötchen oder dieses eine, wo man Paprika aufschneidet und da Hackfleisch drin ist. Ja, das finde ich auch lecker. Ja, ich mag es ja sogar. Aber es schmeckt bestimmt sehr gut. Für welche Fußballmannschaft seid ihr denn in der Türkei? Ich bin für Beşiktaş. Du bist für Beşiktaş. Sarah, du hast wahrscheinlich keine richtige. Okay. Was schätzt? Ja. Ja. Was schätzt du denn sehr an der türkischen Kultur, Günesh? Oder auch Sarah? Und an der deutschen Kultur auch? Freundschaft in beiden Kulturen. Okay, mein nächster Gesprächspartner ist der Akay. Hallo Akay, wie geht es dir und deiner Familie in Corona-Zeiten? Also in den Corona-Zeiten geht es mir und meiner Familie echt gut. Geht es euch gut? Aus welcher Stadt kommen denn deine Eltern oder beziehungsweise deine Großeltern? Also mütterlicherseits kommen die Großeltern aus Stöcke und väterlicherseits aus Izmir. In welche Schule gehst du? Ich gehe ins Sigmund-Schuckert-Gymnasium in Aibach. In der wievielten Klasse bist du? In der 5. Wie gestaltet sich denn das Homeschooling für dich? Wird einiges von den Lehrern geschickt? Gibt es viel zu bearbeiten? Ja, es gibt viel mehr zu bearbeiten als in der Schule. Ist das schwierig oder kommst du damit gut klar? Oder?
Also bei ein paar Aufgaben ist es schwierig, aber sonst komme ich gut klar. Ah, okay. Wie gestaltet sich denn deine Freizeit jetzt so in Corona-Zeiten? Man hat die Möglichkeit, sich mit so vielen Freunden zu treffen, aber mit einem geht's ja. Also meine Freizeit gestaltet sich für die Schule, die Aufgaben zu machen, draußen zu spielen und auch ein bisschen auf dem PC irgendwas zu machen. Ja, zum Glück gibt es ja digitale Möglichkeiten, da kann man ja auch mit seinen Freunden in Kontakt bleiben. Wo machst du denn am liebsten in der Türkei Urlaub? In Bodrum. Und wie wirst du deine Pfingst- und Sommerferien verbringen? Die meisten Urlaube sind ja jetzt abgesagt. Also Pfingsten wollten wir zwar in die Türkei gehen, doch jetzt mussten wir den Flug stornieren. Und sonst weiß ich jetzt noch nicht genau, was wir da machen werden. Vielleicht könnt ihr ja auch ein bisschen, wenn sich, ja. Für welche Fußballmannschaft in der Türkei bist du? Also ich bin für die Fußballmannschaft Galatasaray in der Türkei. Ich auch. Und welches türkische Essen schmeckt dir am besten? Kokoreç. Schmeckt sehr gut. So, meine nächsten Gesprächspartner sind Elif und Jade. Elif und Jade, wie geht's euch in eurer Familie? Gut und ja, sehr gut sogar. Jade, wie geht's deiner Familie? Auch gut. Auch gut. Aus welcher Stadt kommen denn eure Eltern bzw. eure Großeltern in der Türkei? Meine kommen aus Izmir und deine? Kommen aus Türkei. Çorum. Çorum, sehr schön. In welche Schule geht ihr? Ich gehe in die evangelische Grundschule Ansbach, Schreckhausen-Schule. Okay, und in die wievielte Klasse geht ihr? Ich gehe in die dritte, erste. Wie gestaltet sich denn das Homeschooling für euch? Mein Homeschooling gestaltet sich halt mit den Schulaufgaben und dann spielen wir halt noch ganz oft draußen im Garten. Nein. Und wir gehen auch spazieren. Nein, was macht ihr in der Hausschule? Hausaufgaben. Und bei dir, Jade, sind es da auch so viele Hausaufgaben? Nee, wir haben auch Hausaufgaben, aber da spielen wir auch manchmal. Ah, okay. Und wie gestaltet sich eure Freizeit? Ihr habt ja schon erwähnt, ihr geht spazieren oder spielt im Garten. Gibt es noch irgendwas, was ihr macht? Ja, Fahrradfahren halt und Roller, ja. Ja, in Corona-Zeiten leider ziemlich eingeschränkt. Was vermisst ihr denn am meisten? Die Schule. Ja, die Schule. Man vermisst die Schule. Es klingt so komisch. Wie werdet ihr denn die Pfingst- und Sommerferien verbringen? Das wissen wir noch nicht und haben noch nichts vor, aber wir überlegen uns, glaube ich, noch was. Ja. Ja, man kann ja jetzt wahrscheinlich nicht so große Reisen unternehmen, bedingt durch Coronavirus. Für welche Fußballmannschaft seid ihr denn? Galatasaray. Super. Und du, Jade? Auch? Gar keine. Für gar keine. Welches türkische Essen schmeckt euch denn so am besten? Fasulye und Baklava. Ja, das Gleiche. Und wo macht ihr am liebsten in der Türkei Urlaub? Ich in Ayvalık. Ayvalık. Du auch, Jade? Mhm. Ja. Was schätzt ihr denn an der türkischen Kultur und an der deutschen Kultur sehr? In der türkischen Kultur schätzen wir die Gastfreundschaft und dass alle eben so nett sind. Und in der deutschen Kultur, dass sie sich halt immer so gut an die Regeln halten. Ja. Okay, mein nächster Gesprächspartner oder meine nächste Gesprächspartnerin in dem Fall ist die Sude.
Ich höre dich leider nicht. Ach so. Elin, du wolltest uns noch was auf der Gitarre vorspielen. Ja, mache ich gleich. Wie geht es dir und deiner Familie in Corona-Zeiten? Ja, also uns geht's gut. Und ja, also ist schön in den Corona-Zeiten, also zu Hause zu bleiben. Aus welcher Stadt kommen denn deine Eltern bzw. deine Großeltern in der Türkei? Aus Malatya. Aus Malatya? Und in welche Schule gehst du? Auf die Schara-Schule. Und in der wievielten Klasse bist du? In der siebten. Wie gestaltet sich denn das Homeschooling für dich? Ja, bis jetzt eigentlich ganz gut. Also ja, es hat nur ein bisschen viel Stress. Und wie gestaltet sich deine Freizeit? Naja, man kann ja leider nicht so viel machen, aber zu Hause bleiben und Filme schauen ist auch schön. Was vermisst du denn am meisten? Meine Freunde, die ich jetzt nicht so sehen kann. Also auch von der Schule zum Beispiel. Ja, es gibt ja zum Glück digitale Möglichkeiten, über die kann man ja noch also chatten oder sich anrufen, auch über Videotelefonie. Wie wirst du denn deine Pfingst- und Sommerferien verbringen? Habt ihr das schon eine Idee? Also auf Balkonien sagen wir dazu. Wir haben ein Glück einen Balkon und da scheint auch immer die Sonne rein. Deswegen, ja. Und für welche Fußballmannschaft bist du in der Türkei? Ich interessiere mich nicht so für Fußball. Deswegen kann ich nicht sagen, dass ich zu einer Mannschaft gehöre oder sonst irgendwas. Und welches türkische Essen gefällt dir, also schmeckt dir am besten? Welches türkische Essen? Ich mag Mante sehr gerne, aber auch Lahmacun zum Beispiel. Wo machst du denn am liebsten Urlaub in der Türkei?
In Antalya. Antalya. Was schätzt du am meisten in der türkischen Kultur und in der deutschen Kultur? Also bei beiden schätze ich die Gastfreundlichkeit und auch allgemein die Freundlichkeit. Was sind für dich die Errungenschaften der Republik Türkei für die Menschen? Dass Frauen wählen dürfen. Okay, vielen Dank auch an dich. Danke. Nun, liebe Ece Emine. Hallo. Wie geht es dir und deiner Familie in Corona-Zeiten? Gut. In der Türkei dürfen ja Kinder unter 20 Jahren und erwachsene Leute über 60 Jahren haben ja eine Ausgangsbeschränkung. Wie geht es dir damit? Gut. Ich kann auch Türkisch reden. Du kannst ruhig Türkisch reden. Können wir Türkisch reden? Türkisch kannst du ja wissen, oder nicht? Corona zamanında 20 yaş ufaklar evde kalmak zorunda. Onunla ilgili nasıl geçmiş? Bu arada mesela 20 yaş altında korona yüzünden dışarı çıkmak yasak olduğu için evimizden dışarı çıkamıyoruz. Also sie können eben dadurch, dass sie unter 20 Jahren ist, nicht das Haus verlassen. Ab heute bis Sonntag gibt es eine Ausgangsbeschränkung für alle. Bugün wie verbringst du die Zeit daheim? Evde zaman nasıl geçiriyorsun? Yani güzel geçiriyorum. Biraz canım sıkılıyor ama olsun. Also ihr wird dabei ein bisschen langweilig, aber sonst geht's. Du spielst ja auch sehr gerne Golf. Vermisst du das Golfspielen? Ja. Golf oynamayı. Bahçemde oynuyorum. Aşağı iniyorum, bahçede oynuyorum. Also sie spielt in ihrem Garten noch Golf. Sie geht runter und spielt in ihrem Garten Golf. Vermisst du die Schule? Kent Koleji'ne gidiyorum. Özlüyor musun? Okulu özlüyor musun? Evet, özlüyorum. Also ja, sie vermisst die Schule. Die Ece Emine ist übrigens, hat sich aus Izmir zugeschalten. Und genau. Nun möchte ich vielen Dank auch an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dich mit uns unterhältst. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Meine nächste Gesprächspartnerin Rumeysa und wie heißt du? Man versteht euch nicht gut, könnt ihr ein bisschen Wie geht es euch und eurer Familie? Ja, mir geht es ganz gut. Könnt ihr ein bisschen lauter reden? Ja, eigentlich geht es uns ganz gut. Nicht normal. Aus welcher Stadt kommen denn eure Eltern in der Türkei? Also, mein Vater kommt nicht ganz aus Türkei, sondern aus Albanien. Mein Papa kommt aus Hatay. Ah, okay, aus Albanien. Okay. Ich müsste ein bisschen lauter reden. In welche Schule gehst ihr denn? Also, wir gehen in die Knauer-Schule. Wie bitte? Wir gehen in die Knauer-Schule. Knauer-Schule, jetzt hört man euch gut in die Knauer-Schule. Wie gestaltet sich denn das Homeschooling für euch? Ja.
nur morgens. Omeisa, du möchtest uns was vorspielen am Klavier? Ja. Möchtest du uns das bitte vorspielen? Welches Lied habt ihr uns denn da vorgespielt? Du willst laut reden? Ja. Ismir Marsch, heißt das Lied. Ja. Und ja, vielen Dank dafür. Wie gestaltet sich denn das Homeschooling für euch? Ist das... Bekommt ihr viel auf? Müsst ihr viel machen? Ja, eigentlich, ja, wir müssen nicht so viel machen, aber ist schon mehr als eigentlich. Wie gestaltet sich eure Freizeit? Also, wir sind zu Hause, gucken manchmal so Filme und wir lesen auch und so. Also verbringt ihr die meiste Zeit zu Hause? Ja. Okay. Was vermisst ihr denn am meisten? Meine Freunde. Ich auch. Eure Freunde. Wie werdet ihr denn die Pfingst- und Sommerferien verbringen? Meisten Urlaube sind ja abgesagt. Ja. Ja, in Deutschland. Ja. Für welche Fußballmannschaft in der Türkei seid ihr? Gar keine. Also ich nicht. Gar keine. Wie bitte, könnt ihr ein bisschen lauter reden? Also ich nicht. Also ich mach gar nichts. Du bist nicht der also beschäftigst dich nicht so viel mit Fußball? Du? Für welche Mannschaft? Kommt ihr denn? Kennst du eine Mannschaft? Oder hast du jetzt keine Mannschaft, wo du sagst, ja, die ist jetzt, für die halte ich? Ich habe keine Ahnung vom Fußball. Ja, genau, das ist ja, die beste Antwort. Ja, das ist die richtige Antwort. Macht ihr denn am liebsten Urlaub in der Türkei? Also... Ich weiß nicht, wo er, aber ich. also ich in Istanbul. Istanbul? Ja, ich auch. Okay. Was schätzt ihr denn sehr an der türkischen Kultur und an der deutschen Kultur? Also die Gastfreundschaft und so. Ja. Und an der deutschen Kultur? Auch die Gastfreundschaft? Ja. Danke. Dankeschön für dieses Gesprächspartner. Ihr dürft jetzt auch quer durch noch Fragen stellen. Also zum Beispiel, wenn jetzt Akay was an mich fragen möchte, darf er das auch gerne tun. Oder der Aleni hat fragt, was die Elif.
Gibt es noch irgendwelche Fragen, die ihr stellen wollt? Ihr könnt also gerne, ich habe keine Fragen mehr. Ihr könnt auch gerne Fragen an mich stellen. Ich habe eine Frage. Ja. Ich habe eine Frage. Okay, sehr gerne. Weißt du, wann Atatürk geboren ist? 1800 irgendwas. 81. Ja. Und weißt du, wann er gestorben ist? 1923. 38. Sonst irgendwie allgemeine Fragen? Was würdet ihr euch denn wünschen? Irgendeine Lockerungen von Corona oder? Es soll ja ab nächste Woche eine Maskenpflicht geben in geschlossenen Gebäuden und öffentlichen Verkehrsmitteln. Habt ihr eine selbstgenähte Maske, eine wiederverwendbare oder was habt ihr denn für Masken? Wir haben wiederverwendbare Masken. Wiederverwendbare Maske. Hat auch jemand von euch Masken selber genäht oder selbstgenähte Masken bekommen? Also wir werden erst am Freitag wieder welche nehmen. Ah, okay. Und was glaubt ihr, wird das gut funktionieren mit den Masken? Manche Leute stören ja also, auch. Also es ist besser als ohne. Es ist besser als ohne, auf jeden Fall. Manche, ja. Habt ihr schon Erfahrung mit Masken? Nein. Also ich mag jetzt Masken allgemein eigentlich nicht so. Also ich bin jetzt nicht so der Typ, der sagen kann, okay, ich ziehe jetzt mal so eine Maske an. Also wenn jetzt diese Pflicht kommt, weil ab nächsten Montag soll es ja sein, dann weiß ich überhaupt nicht, was das überhaupt stehen soll. Weil ich kann es einfach nicht sagen. Ich mag es. Verstehe. Ben bir şey gösterebilir miyim? Evet, tabii ki. Sie möchte uns was zeigen. Biz maskeleri böyle yapıyoruz. Mesela bir tane ıslak havlu alıyoruz. Böyle kulağa getirmek için buradan böyle deniyoruz. Also sie nehmen sich Masken, also so ein nasses Tuch. Dann nehmen sie sich das und dann binden sie sich das. Genau, ein nasses Tuch. Und dann binden sie sich das. İki katlı yapabiliriz çünkü man kann es in zwei falten, damit genau, und dann zieht man es so an. Böyle bir şey oluyor. Sie selbst gemacht. Ich habe eine Frage. Ja, also das sind selbstgebastelte Masken. Auch eine sehr schöne Alternative. Ja, Aline hat noch eine Frage. Ich habe halt gehört, dass in der Türkei selber halt von der Regierung halt die Leute gratis die Masken kriegen. Jetzt habe ich mich halt gewundert, dass sie das selber machen. Ich wollte fragen, haben die auch eine Maske? Also halt selber eine eigene Maske, nicht so. Das weiß ich nicht. Ja. Achso. Sana geldi su. Ne? Her zaman burada verilmiyor. Hafta içi veriliyor sadece 5 gün. Yani bir gün eczaneden alıyorsunuz. 5 tane veriliyor. Tek kullanımlık maske olduğu için. Ya yani böyle. Also man kriegt nicht jeden Tag eine Maske, sondern 5-mal die Woche. Ja. Danke. Wie ihr alle wisst, dass ab nächsten Montag, es gibt ja ein paar Gegenstände, ein paar Artikel, die sind in letzter Zeit sehr wertvoll geworden aufgrund von Corona. Vielleicht
kann ich von jedem von euch eine kurze Meinung zu diesen Gegenständen haben. Gegenstand Nummer 1. Toilettenpapier teilweise immer noch in den Bunker zu kaufen. Was sagt ihr dazu? Seid ihr auch Toilettenpapier Bunker? Also bei uns jetzt in der Gegend war halt eine Zeit lang überall bei den Läden ausverkauft, aber jetzt langsam füllen sich die Geschäfte wieder mit Toilettenpapier. Also die, die vielleicht jetzt nicht retten, können jetzt noch welche besorgen. Ah, okay. Aka, wie ist das bei euch? Also, wir haben auch genug. Ihr habt auch genug Papier. Dann, Utensil Nummer 2, Kolonia. Für alle, die es nicht wissen, das ist türkisches Händedesinfektionsmittel mit Duft. Das wird schon in der Türkei als Kultur jeder, der einen Besuch kommt, das auf die Hände und danach auch der Gastgeber. Also desinfiziert man sein Besuch vorher. Das ist ja jetzt auch sehr wertvoll geworden, aufgrund des wenigen Desinfektionsmittel. Burada yani Türkiye'de misafirlerine kolonya dökmek bir şey adet. Yani elini dezenfekte sıkıyormuş gibi bir şey. Ja, also sie sagt auch nochmal, dass man in der Türkei seinen Besuch auch immer dieses Kolonia auf die Hände gibt. Mag mögen sie alle? Ja, schon. Ja, ich benutze es jetzt halt nicht. Wie darfst du, ich höre dich leider nicht. Also wenn du mich irgendwas fragst, ich höre dich nicht. Okay. Und dann noch Utensil Nummer 3, sehr, sehr wertvoll. Eine Maske. Was sagt ihr dazu? Ihr habt ja schon erzählt, dass ihr Masken habt. Was sollten wir jetzt eigentlich dazu sagen? Einige von euch haben doch sicherlich auch Geschwister. Wer hat denn von euch Geschwister? Çocuk zaten dışarı gitmeden maske takamıyoruz. Zorunda kalan arkadaşlarımız takabilir. Tavsiye ediyorum. Also sie empfiehlt auch Masken zu tragen. Einige von euch haben doch sicherlich auch Geschwister, oder? Wie bitte? Ich habe die Frage nicht verstanden. Ihr habt doch bestimmt auch einige von euch haben bestimmt auch Geschwister, oder? Ja. Also ich bin Einzelkind. Okay, aber was ist dadurch, dass jetzt hier das bedingte Ausgangsbeschränkung, könnt ihr nicht hier raus? Schlagt ihr euch da öfters mal mit deinem Bruder die Köpfe ein oder funktioniert das ganz gut? Also, ich höre dich manchmal nicht gut. Komme ich so gut drüber. Ob du dich mit deinem Bruder ziemlich viel streitest? Nein, nicht so oft. Okay. Ja, in der Schule. Das ist gut. Ich höre euch, ja. Sarah, ja, wir können euch hören. Ja, wir waren aber minutenlang nicht drin, deswegen. Ja,
Günesh, Sarah, Sarah, hast du Geschwister? Ja, ich habe eine große Schwester. Und kommt es mit der öfters mal zu Streit? Dadurch, dass man jetzt da manchmal nicht so oft. Ja, manchmal kommt es zu Streit. Okay. Sonst noch irgendwelche Fragen, die ihr euch gegenseitig stellen möchtet? Nein. Sarah, Günesh, was sagt ihr denn zu Toilette habe ich auch so, also Toiletten habe ich, wir haben in einem Laden einen Mann gesehen, der hatte extra einen Einkaufswagen nur für Klopapier. Da waren 17 Klopapierpackungen drin. Und das war ein bisschen übertrieben. Und von einer Maske? Was hältst du von einer Maske, Sarah? Und zwar eine Maske, also ist gut, dass die Leute anziehen. Das halt, weil wenn man eine Maske hat, dann sitzt man halt auch mit anderen Leuten und ist einfach gut, dass man diese Masken an. Genau. Und das ist Bologna, vielleicht kennst du es. Das ist Desinfektionsmittel mit Luft. Ja, ich habe eigentlich auch schon ganz klar, vor allem vorne werden, bei dem wir eingehen. Und kann und da macht einer den Kopfhagen sauber. Und das finde ich eigentlich, um das, verlang, also, um das halt zu machen, dass sich das Virus langsam verbreitet. Was habt ihr denn für Wünsche von euren Eltern? Okay, was hast du für Wünsche von deinen Eltern? Was wünschst du von deinen Eltern? Gesundheit. Ja, Gesundheit ist wohl das Wichtigste. Alinita, was wünschst du dir denn? Also, ich wünsche mir jetzt eigentlich nichts so Großes, also so diese Liebe ist eigentlich jetzt schon wegen dieser längeren Zeit, wo wir zu Hause sind, jetzt sozusagen erfüllt. Also, ja, ich hatte schon immer Liebe von meinen Eltern bekommen, aber jetzt so hat man es noch mehr gespürt, wenn man jetzt nur noch die Eltern dabei hatte. Also, ich wünsche mir jetzt nicht so viel Großes. Auch ein sehr schöner. Was wünschst du dir von deinen Eltern? Soruyu anlamadım. Bir daha sorabilir misiniz? Was wünschst du dir denn von deinen Eltern? Yani bu koronavirüsünden sonra daha huzurlu bir şey istiyorum. Also die Menschen, das ist kein Problem. Okay. Habt ihr noch vielleicht noch eine Frage an mich? Auf vielleicht auf Land, die euch gefällt hat. Okay, also ich habe alle meine Gesprächspartner, die sich die Zeit genommen haben, sich mit mir zu unterhalten. Ja. Freundlicherweise haben wir jeden Teilnehmer dieser Sendung 10 Masken zur Verfügung gestellt. Diese könnt ihr euch abholen. Vielen Dank auch dafür. Ich wünsche euch allen Gesundheit, kein Corona und allen Gesundheit. Und an
allen Muslimen ein schönes Ramadan. Und ja, am Samstag gibt es dann noch eine extra TGMN Live Ramadan. Das moderiert dann wieder mein Papa. Und ja, tschüss. Danke fürs Zuhören.